Guten Morgen, willkommen zurück zum Gothic Millennium fast. Ja, sind wir schon bei Part? Nee, wir sind auch nicht. Müsste jetzt Part 92 sein. Alter, 92 Parts und ich habe noch nicht mal die erste Mission der Hauptkampagne geschafft. Da müssen wir erstmal nachmachen. Also das ist schon ziemlich armselig, das gebe ich zu. Aber darum geht's hier ja nicht. Wir wollen jetzt erstmal ein paar Blutfliegen und Lurker wegfletschen und das am besten auch ohne, dass wir Fleisch im Inventar haben. Ist immer am besten, habe ich gehört. Ich habe aber keine Ahnung, wo die sind. Ich habe echt keine Ahnung. Also hier in der super fancy Komplettlösung steht drin, dass sie im östlichen Küstenstreifen sind. Da hinten oder was? Diese Sprunganimation hier ist auch göttlich. Göttlich. Oh ja, jetzt. So geht's am besten. Und ihr habt gesagt, er kann nicht tauchen. Meine Güte. Wow, guck mal, was der alles kann hier. Arschbombe. Und also ein Gedöns. Das kann der alles. Okay, östlicher Küstenstreifen. Das ist hier. Ach, guck mal, da links. Seht ihr das? Da waren wir schon mal, ne? Ja. Da waren wir schon. Ach so, hochgelegenen östlichen Küstenstreifen. Oberhalb von Lago. Das ist der hier, ne? So oben. Aber ich möchte auch noch zu den Ruinen da irgendwann hin. Muss man da hin? Ist das cool da oder ist es eher so, so ein bisschen doof? Ich weiß nicht. Vielleicht. Das ist ein bisschen schwierig. Das Problem bei diesem Spiel ist ja schlichtweg immer, dass wenn man irgendwo hingeht und dann rennen da so ein paar Oger und Trolle und Bartschweine rum, die einem mit so ein paar ja, sehr ungelenken Maßnahmen eigentlich das Gehirn wieder gerade rücken können, dann habe ich immer so ein paar Probleme. Heute gibt's Fleischwanze. Und zwar al dente. Lecker. Warte mal, was brauchen wir? Was war denn denn für... Was brauchten wir dafür? Milch? Was? Wer kauft denn hier Milch? Was willst du mit Milch? Milch, Junge, aus dem Haus. Geh zum Kühlschrank, hol ein Glas Milch, wenn du durch hast. Das reicht mir aber bald. Knackt beim Öffnen. Ach. So Fleisch zu braten ist ja schon ziemlich imbar hier, ne? Ja, komm, die essen wir jetzt alle mal fertig hier. Ja, nach unserem kleinen Exkurs nach draußen gehen wir mal lieber dahin, wo es richtig aussieht. Hallo. Grubutz. Grubutz, du bist... Ach, guck mal einer an. Da werden wir ja schon begrüßt. Von den Jungs. Eine Blutfliege. Und da kann man gleich mal die neuen Pfeiler ausprobieren. Die scheinbar richtig gut sind. Ja, seht ihr, wie gut die sind? Die sind so gut, dass die Blutfliegen sich gar nicht bewegen. Die sind starr vor Angst. Habe ich jetzt wirklich die neuen Pfeile ausgerüstet? Ich habe doch erstmal einen neuen Bogen und neue Pfeile. Meine Güte, ich muss jetzt Damage machen wie so eine... Nö, kaum mehr. Warum noch? Das muss ja auch nicht, ne? Okay. Von denen töte ich am besten erstmal noch gar keinen. Oh, Gothic 3. Manchmal schimmert doch, wie ihr meintet, unter dem ganzen Bugspektakel hier ein gutes Spiel hindurch. Aber... But today is not the day! Heute nicht! Oh. Was machen die Jungs da hinten eigentlich? Ich will's gar nicht verstehen. Ich will's einfach nicht wissen. Die können das machen, den ganzen Tag von mir aus. Die... knüppeln so mit den Händen auf dem Boden rum, so von wegen, dich kriege ich noch, dich kriege ich noch. So ein bisschen wie damals bei Braveheart, als sie alle ihre Ärsche gezeigt haben. Das war genau das gleiche. Okay. Oder hängen die da fest? Natürlich, die müssen auch irgendwie festhängen. Warum machen die denn so einen Unsinn hier? Okay. So, jetzt aber mal richtig, ne? Obwohl, da ist auch noch eine. Da sind noch zwei. Ich bin aber auch doch ganz schön froh, dass ich da nicht in den Nahkampf muss. Denn so ein paar Blutfliegen, die können einem schon das Leben schwer machen. Und da ich momentan keinen Begleiter habe, der mich so ein bisschen unterstützt bei meinen Vorhaben. Wie jetzt? Da sind doch noch welche. Ach, guck mal. Ein Ricochet. Ein... Abpraller der Sonderklasse. Uiuiui, jetzt kommen sie. Jetzt geht der Fight los.
Und jetzt one on one. Okay, Keule. Deine ganzen Brüder sind tot. Und du auch. Ich hoffe mal, dass deine ganzen Brüder tot sind, weil... Ach, da hinten sind ja schon die Lurker. Da muss einer nochmal hin. Einer. Wie war das jetzt so schwer hier? Okay. Da hinten die Lurker. Und noch mehr Blutfliegen. Na, Dicker. Auch hier. Leute, bringt das überhaupt was, hier einen neuen Bogen zu kaufen? Ehrlich, das bringt nichts. Null. Ich mach nicht einen Schadenspunkt mehr. Oder die Jungs hier sind auch stärker geworden. Uiuiui. Jetzt hier ist aber Phase, ne? Oh Gott, die haben's. Pass auf, die haben's. Aber ich hab's auch. Ich hab's auch. Er jetzt gleich nicht mehr. Und er hier gleich auch nicht mehr. Jui, ich kann weitergehen. Ach du Scheiße. Jetzt gucken die böse. Da habe ich ja keine Chance gegen. Er rückt nach. Oh Leute, was ist hier eigentlich los? Das Spiel ist so schlecht. Aber ich bin sehr froh drum. Ich glaube ja so ein bisschen, dass das Absicht ist, weil du kannst das Spiel nicht durchspielen, wenn die Gegner sich wirklich so verhalten, wie sie sich verhalten sollten. Das ist echt ein Ding der logischen Unmöglichkeit. Das funktioniert nicht, das geht nicht, das klappt nicht. Nö. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass sie das nicht machen, sondern dass sie mir so ein bisschen Schonfrist lassen. Und so ein bisschen doof sind. Und hallo! All of them Anubis. Tag! Okay. Ich mach den Turok-Modus einfach mal ein bisschen weiter. Aber hier am besten nicht mehr. Wo ist denn der Lurker jetzt? Ach, ich musste das ja sammeln. Kronstöckel, das ist schön. So, das hier alles. Habe ich jetzt genug Lurker-Krams? Wie viel wollte der denn haben, Mensch? Das hier alles mitnehmen. Lurker-Haut, Lurker-Klauen, Lurker. Lurker. Alles dabei. Das ist hier wirklich so pimmelgeil, hier, was ich hier gemacht habe. Das war doch alles... Nee. Also, das war ja keine Arbeit im eigentlichen Sinne. Arbeit verstehe ich so, dass man irgendwas macht, wo man gerade keinen Bock drauf hat. Immerhin ist es ja auch ein Spiel, ne? Hallo. Die Blutfliegen sind erledigt. Dann ist meine nächste Ernte gesichert. Hier, nimm ein Paket Sumpfkraut. Vater der Entspannung. Geil, danke. Hat er noch eins? Ich glaube, diese Pakete voll Sumpfkraut sind wichtig. Die nehme ich alle mal mit. Ein Eintopf, ja, lecker. Schmeckt. Und Bolzen hat er. Ja, super. Ich habe noch nicht genug Bolzen. Hast du auch Pfeile? Nö. Oh, nur eine Frage gewesen. Ach, ich habe in letzter Zeit schon mal wieder verkauft, sehe ich gerade. Hm. Hier. Kannst du alles haben, so ist gut. Ja, dann habe ich für dich auch noch die Lurker-Geschichte. Lass mich weiter schlafen. Lass mich weiter schlafen. Sag mal, Mamuk. Wie viel brauche ich? Spuck den Gefallenen. Lurker heute und Clown, sagen wir jeweils 10 Stück. Sag mal, das ist... Verflucht. Ich habe nicht genug. Ich habe aber alles da kaputt gemacht. Sag mal, bist du eigentlich doof? Lurker Haut. Schattenläufer Horn. Ach so, ich brauche noch 2 heute. Aha. Ja, wunderschön. Aber ich habe eine Idee. Also verarschen lasse ich mich ja hier nicht. Sowas gibt es nicht mehr. Das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Einmal rüber teleportieren, bitte. Und dann sind wir im Geschäft. Wenn das denn passiert, ja, es funktioniert. Ja, es funktioniert. Es hat geklappt. Ich kann mich jetzt hier in diese schönen Betten legen. Die Betten in der Wüste sind doch ein bisschen besser, weil das ist ja einfach nur so ein abgezogenes Rentier auf ein Stück Holz. Mehr ist das ja nicht. Das stinkt. Meine Güte, ich stink jetzt nach Rentier. Sollen wir doch mal in diese Höhle da rein? Da, wo sie uns so freundlich zum Gehen aufgefordert haben, da die ganzen Oger. Okay, da sind Lurker. Moin. Also netto habe ich schon immer 3 Schüsse für so einen Lurker gebraucht, glaube ich. Und es ist nicht besser geworden. Absolut nicht.
Das Einzige, was wirklich Sinn macht, ist hier so ein bisschen auf die Defensive zu gehen. Weil da merke ich wirklich, dass da was passiert. Also Lebenspunkte erhöhen, das ist Gottlob noch eine Sache in diesem Spiel, wo man wirklich merkt, dass sich was dreht. Hi. Und du auch, komm. Nee. Ey. Hui. Das war ja einfach. Gut, dann können wir ja den direkten Weg gehen. Ja, scheiß auf Teleportation. Ich mache jetzt hier mal einen. Ich mache jetzt mal einen Rally hier. Ach, ich glaube, das dauert 2 Sekunden und dann fange ich doch wieder mit Teleport an hier. Aber hier sind doch noch so Sachen zu entdecken. Kannst du mir nicht sagen, dass sie hier nichts reinprogrammiert haben? So ein paar Goodies und Gegners und alle so Viechers. Ja, das muss. Das ist Pflicht. Und wir sehen da hinten ja schon den Steg von Lago. Das heißt, so weit ist das hier alles nicht voneinander entfernt. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass das weiter wäre, aber ist es nicht. Oder ist es hier falsch, was ich sage? Ich kann auch gerade nicht auf die Karte gucken, also. Das wird schon irgendwie seine Richtigkeit haben, was ich hier mache. Wie wär's mal mit ein bisschen Reiseführer hier? Wollte schon sagen, da rechts sahen sie gerade die mysteriösen Steine, die aus irgendeinem unerfindlichen Grund in der Luft schweben. Aber jetzt sehen wir, es ist ein Wasserfall. Diese Lendenschürze, die da zwischen seinen Beinen herlugt, die ist auch grimmepreisverdächtig. Also die kann man so abfotografieren und in der Galerie packen. Ich wäre dafür, dass das mal einer macht. Ne, ehrlich, einer von euch? Irgendwie? Ich meine, Geld wächst ja nicht auf dem Baum, hier schon. Geld wächst bei ihm zwischen den Beinen. Da wächst das Geld. Und auch noch was anderes. Guck mal, da hinten ist schon Lago. Ich sag doch, das ist nicht weit. Aber ich will woanders hin. Ich will die Chance nutzen und mal zu diesem komischen Steinkreis dahin schwimmen. Und derweil die Wasserfälle abchecken, ob man dahinter gehen kann, aber scheinbar ist das nicht der Fall. Schade, weil in den anderen Gothic-Teilen war hinter jedem Wasserfall immer was. Und wenn da mal ein Wasserfall ohne Goodie dahinter war, war ich enttäuscht. Und hier komme ich aus der Enttäuschung gar nicht mehr raus. Tja. Shit just got serious. Kann ja mal nebenbei mein Bildschirm putzen hier. Sehe ich auch, wenn hier was passiert. Das riecht nach Tomatensaft. Was ist das? Das ist menschliches Blut. Kann er eigentlich auch rückwärts schwimmen? Nee. Doch, warte, warte. Nee, kann er nicht. Der ist zu blöd. Rücken schwimmen kann er nicht. Oh, hier ist ja was los. Vielleicht speichere ich mal. Wo Leichen liegen, ist auch ein Mörder nicht weit. Matt Baronsche Regel Nummer 527. Zumindest bei Gothic. Der hat Schnaps mit. Das sehe ich, das ist ein Schnaps. Sag ich doch. Ein Silberpokal, ein Goldpokal. Ein Gargoyle. Noch einer. Ist das so die Wurstversion von Harpien in diesem Spiel? Sind ein paar mehr, ne? Ich glaube nicht, dass das irgendwie bringt. Was bringt hier? Okay, warte, ich kann es aber trotzdem mal versuchen. Wer wäre ich denn, wenn ich es nicht machen würde? Whoop! Ach, die gehen doch! Die kann man doch machen! So, Jungs! I am your enemy! Hört auf zu. Wow! Es kommt die Nacht! Sag mal. Ich will nicht, dass sie angreifen, weil wenn die angreifen, dann wird das wahrscheinlich ziemlich schmerzhaft. Oh. Vielleicht wollen die ja gar nicht kämpfen. Vielleicht wollen die einfach nur erzählen. Oh! Oh, er. Oh jo, 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 jetzt gehen sie aber los hier. Okay. Double Kill! Na. Na. Und da ist er. Maddie Trick Nummer 5. Super Trick. Einfach nur klicken. Super Trick. So gewinne ich jedes MVP. Wem? Okay. Haben die Loot? Natürlich haben die keinen Loot. Aber wir haben hier gerallt. Leute, das hätte ich nicht gedacht, dass wir das hier schaffen, aber wir haben es geschafft. Huhuhu. Siehst du mal,
Und gleich sind wir viel reicher, mit langem Schwert, mit rostigem Schwert, mit seltsamen Pilzen, ja, alles super. Und da hinten ist noch einer von den Kollegen hier. Hey, Kollege! Hast du ein Bier mit, oder was? Ich habe das Gefühl, dass so Pfeile schießen gegen die besser ist. So, jetzt aber! Hey! Das war ein astreiner Vergiftungsmove. I like to move it, move it. Guck mal, wie Angst hat hier von mir. Kann fliegen und hat Angst. Also spätestens jetzt will ich an seiner Stelle ja mal abhauen. So, das war's jetzt für ihn. Wir haben hier eine schöne Entdeckung gemacht. Guck mal, da hinten ist noch einer. Moin. Ich hab was für dich. Aua, mein Arsch. Ey. Hau ab. So. Wollen wir den mal ein bisschen vorwärmen, bevor wir uns den mal richtig zur Brust nehmen. Er ist schon halb tot, wenn er ankommt. Hallo. Der hat auch jeden Tag Skip Wings Day, ne? So wie der fliegt. Hab ich eigentlich gedacht, dass sie das mehr trainieren, aber macht er nicht. Das muss ja nicht. Warum auch? Aber hier sind ganz viele Sachen, die permanent Attribute steigern. Eieiei, ist das schön. Yay. Yeah. Das ist doch ein reines Paradies. Und die Schnapsbeere ist das Wichtigste davon. Okay. Und auf! Ach, guck mal einer an. Nur Schrott. Ja. Ihr glaubt es nicht. Aber ich hatte es irgendwie schon geahnt. Okay, jetzt mit dem guten Gewissen, dass ich hier irgendwas Eklatantes vergessen habe, was ich hier nicht gesehen habe auf den ersten Blick. Zum Beispiel eine Pflanze, die so ein bisschen geil ist. Guck ich mal auf die Karte. Ach, da geht's der Trelis. Uiuiui! Ui. Extreme Dinosaurs hier wieder. Uiuiui, ui, ui. Weg. Mit den Urviechern lege ich mich nicht an. Aber wir sind hier fertig. Und war das immer schon so eklig? War das immer schon so kackbraun hier alles? Ey, Digga, ich hab deine Arbeit gemacht. Verflucht. Hier sind deine Locker zu finden. Hey, hey, hey. Danke, Mann. Du hast es echt drauf, was? Jetzt sag mir, was du weißt. Was würdest du sagen, wenn ich den Namen gar nicht kenne? Dann würde ich gar nichts sagen. Dann würde ich dir sehr, sehr wehtun. War nur ein Scherz, Mann. Also pass auf. Der Gefangene ist einer der Wassermagier. Er ist ziemlich alt und sein Name ist Vatras. Tja, jetzt weißt du es. Warum nicht gleich so? Aber sei vorsichtig. Wenn Fabio das rauskriegt, sind wir beide dran. Oh, ho, ho. Okay, Leute. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.